So, wir müssen jetzt erst auf jeden Fall mal ganz viele Satelliten gleich platzieren, hoffentlich. Das will ich heute unbedingt noch schaffen. Genau, wir können jetzt nicht nur eigene Plasmapistolen bauen, sondern die auch anpassen. Und unsere Forschungsarbeit auf dem Gebiet der außerirdischen Plasmawaffen gehörte zu dem gefährlichsten und schwierigsten, was wir je in Angriff genommen haben. Die kniffligste Frage dabei, nämlich wie man eine adäquate Energieversorgung unter Gefechtsbedingungen sicherstellt, wurde durch die Erbeutung der gegnerischen Energiezellen auf Elerium-Basis beantwortet. Kühlkörper und Wärmetauscher aus dem gleichen Material lösten dann auch das Problem der nötigen Wärmeableitung entlang des Laufs. Dank dieser Entwicklung können wir jetzt jede Plasmapistole, die wir den Invasoren abnehmen, zu unseren Zwecken umbauen und sogar eigene Modelle produzieren. Okay. Tja, wir könnten jetzt den Muton verhören. Oder den noch ein bisschen genießen, aber andererseits wäre schon cool, wenn wir den direkt verhören. Dieser Gefangene ist sehr aggressiv, eindeutig auf eine Rolle als Frontkämpfer hin angelegt. Aber mit der nötigen Medikation und Ermunterung dürfte er einige Informationen über die Waffentechnik und Taktik der Invasoren verraten können. Naja, erstmal müssen sie ja mit ihm kommunizieren, aber gucken wir mal. So ist es also. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wie ist die Ereignisliste? 4 Tage noch, beziehungsweise 5, bis wir endlich mal loslegen können mit den Satelliten. Dann dauert es nur noch ein paar Tage, bis sie dann im Orbit sind. Und schon abgeschlossen, das Forschungsprojekt. Die gehen ja eh super schnell. Und wir haben Forschungscredits für Plasmawaffen bekommen, das ist super. Auf den ersten Blick scheint der gefangene Muton von allen bisher untersuchten Aliens die niedrigste Intelligenz zu besitzen. Oh. Seine massige und kräftige Gestalt täuscht aber über die große Menge an Wissen hinweg, auf die wir zu unserer Überraschung bei ihm stießen. Aha. Doch uns wurde beim Verhör klar, dass es für die Invasoren nur logisch war, den Mutons ein völliges Verständnis ihrer Waffen und Taktiken mitzugeben, da diese Monstren ja ihre besten Frontkämpfer sind. Auch wenn die Gefangene unseren Verhörtechniken trotz medikamentöser Rückstellung sehr viel Widerstand entgegensetzte, haben wir von dem Muton viel über die Alien-Waffen erfahren, speziell über ihre hochmodernen Plasmawaffen. Das Forschungsteam wird sofort mit der Auswertung dieser Daten beginnen, um sie in die mögliche Entwicklung einer neuen, eigenen Waffengeneration einfließen zu lassen. Super! Das heißt, wir können uns das Plasmagewehr viel schneller erforschen, weil wir jetzt Forschungscredits dafür haben. Und EMP-Kanone können wir auch erforschen. Aha, aha. Das ist auch wieder für die Flugzeuge. Ich will jetzt mal mit den Plasmawaffen weiter erforschen, weil wir dann ja unseren Leuten natürlich dann auch wieder die nächste Generation an Waffen bauen können. Und auch Plasmawaffen für die Abfangjäger. Das heißt, das wird jetzt das nächste Ziel sein. Und dann würde ich sagen, wir können einfach weiter nach Aktivitäten scannen, weil wir ganz dringend die Zeit raffen müssen, um die Satelliten in die Umlaufbahn zu bekommen. Oh. Kommandant, wo diesmal? Berichte über neue Entführungen. Die Orte Scheiße! Sind auf dem Hologlob markiert. Okay. Ägypten. Fuck you. Asien. Großbritannien. Asien, Europa. Asien, Europa. Asien, Europa. Ah! Muss ins Lagezentrum. Ganz ehrlich, fuck you, Afrika. Kein Bock mehr auf dich gerade. Großbritannien geht's noch am besten. Russland, Frankreich würde dann auch ganz nach oben gehen, genau wie Deutschland. Können wir aber verkraften, aber Asien kann es nicht mehr verkraften. Ganz ehrlich. Okay, wir gehen nach Asien, in dem Fall nach Tokio, und bekommen dort, obwohl ich natürlich eigentlich am liebsten die 4 Ingenieure aus Ägypten hätte, aber da können wir jetzt gerade keine Rücksicht drauf nehmen.
von Afrika verabschieden wir uns jetzt wahrscheinlich final. Schwierigkeit des Einsatzes ist sehr schwer. Naja, mein Gott. Auf jeden Fall ist Lorox wieder an Bord. Puh. Er hat einen Skelettanzug an, er hat die richtige Waffe, er hat seine komplette Ausrüstung, ergo. Was machst denn du hier? Ach ja, genau. Madame Dings, da ist er gerade nicht da. Hier, Crazy Bane ist nicht dabei. Zwei Unterstützer. Oder wir nehmen wen Neues noch mit. Mal die große Frage. Wir könnten eigentlich Baba G de Bengu, würde ich sagen. Dich nehmen wir mal noch mit. Bewaffnung. Eine Schalenrüstung. Und, oh, die Alien-Granaten können wir schon benutzen. Nee, ich möchte ja aber erstmal eine Nano... ne, bringt schon 2 Punkte, okay. Plus 6, also bekommt mehr als doppelt so viel Punkte nochmal durch die Ausrüstung dazu, als er jetzt eigentlich hätte. Okay, dann würde ich sagen, mit Rekrut Bengu im Gepäck geht's jetzt los. Und dann schauen wir mal, was wir da jetzt anstellen können. Und ich hoffe mal, dass meine Ladezeiten hält sie jetzt halbwegs in Grenzen und fickt uns nicht weiter an. Transporter ist eingetroffen. Es fühlt sich alles schon ein bisschen lahm an, aber ich habe keinen Bock, jetzt wieder neu zu starten. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Also komm schon, legen wir direkt los. Das ist seine Hoheit, da ist MacKirk sitzt hier. So. Sag an. Zeig, was abgeht. Spiel. Ich will den Aliens aufs Maul hauen und du hast dir gerade einen Flügel an den Zaun angekratzt, lieber Skylinge-Pilot. Big Sky ist im Anflug auf den Entführungsort. Strike One erwartet Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Passt auf euch auf, Leute. Feindziele vor allem, über das Wort kann ich mich auch immer tierisch amüsieren. Lorox, ich glaube, ich habe schon deine Position gefunden. Hier ganz oben. Sollen wir dich schon mal vorschicken? Ich meine, du musst da so oder so hoch, dann kannst du auch gleich mal gucken für uns, was hier so abgeht. Feinde gesichtet. Okay, ein Trupp Newtons gefunden. Hoffentlich war es ein zweiter Trupp, das sind Sektoiden oder... Thin Mans, genau. Die kommen auch immer mit dieser Leichtigkeit da hoch. Das ist echt gemein. Okay, er ist da oben auf jeden Fall in super Deckung erstmal. Das ist ja schon mal gut und kann hoffentlich dann den einen oder anderen hier einfach mal ausknipsen. Okay, Streulaser. Na ja, pass auf. Wir nehmen jetzt mal seine Hoheit. Schicken dich hier an die volle Deckung und du legst diesen Thin Man um. Dann ist hier nämlich erstmal eine Giftwolke. Feind ausgeschaltet. Komm aber noch auf die andere Seite ganz gut ran. Ist die Frage, ob ich das hier mit einem Streulaser oder mit einem Heavy machen will. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, kurz mal gucken, wo denn die Levelgrenzen überall sind. Gehen also hier entlang bis wow, ganz schön lang noch. Da stehen noch ein paar Gebäude und so. Okay. Aber es geht hier hinten nicht mehr so weit. Das heißt, hier werden wir auf keine Gruppe treffen. Was wiederum bedeutet, dass er mal die Beine in die Hand nimmt. Direkt gefolgt von... ich mal fast schätzen, unseren nächsten Nahkämpfer, oder? Nehmen wir uns den Rekruten nicht. Marvy Hammer. Du darfst dem MacKirk folgen und beim Flankiereinsatz teilhaben. Während du hier ist Gift. Das wäre also nicht gut.
Wir können dich aber... Nee, auch nicht wirklich. Könnte ich mal hier hinschicken. Und dann hier außen rum und dann ihm hier eine verpassen. Mit Sturm und Schuss. Spürte, wie ich denke. Oh oh. Nee, schlechter Plan. 43. Und den anderen sehen wir gar nicht. Aber wir könnten ihn hier aus seiner Deckung ausräuchern. Das wäre vielleicht mal eine Sache. Oh, die kostet 2, kostet die, ha? Okay, er hat sich vergiftet. Haha, Idiot. Blalalala. Aber trotzdem sind wir jetzt gerade in keine bessere Schussposition gekommen. Wir decken jetzt aber ihn hier mal ab, würde ich sagen. So, dreh... Hallo? Warum drehst du... Oh. Also ganz funktioniert das hier noch nicht in dem Spiel, habe ich das Gefühl. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. Ob wir aufs Maul bekommen oder was. Aber müsste eigentlich alles ganz gut sein eigentlich. Das waren jetzt 2 oder 3 eigentlich in einem Satz. Ja, ja, Lorax ist in Ordnung da oben. Und da rennt einer. Wo kommt der eigentlich her? Welcher ist denn das? Und ach, er wollte sich bewegen und wir haben einen Reflexschuss. Haha. Okay, er bewegt sich jetzt natürlich auch. Und, oh. Oh, oh. Das war ein böser Treffer. Hier, aber wir haben ja genug Lebenspunkte mit ihm. Lorax. Leg mal wen um. Den wirst du kaum erwischen. 65 und da hinten wirklich 55? Aber nee. Wir setzen erstmal einen normalen Schuss auf ihn hier. Der geht mir nämlich auf den Sack. Da vorne. Oh, herrlich. Ach, wunderschön, so einen guten Sniper einfach auf einer erhöhten Position zu haben. So, und jetzt machen wir ihm hier nämlich erstmal den Garaus. Wir setzen einen Sturm und Schuss ein und rennen hier wieder einfach um die LKWs rum und schießen ihm direkt in die Seite. Wow. Aber wir haben blitzschnelle Reflexe, oder? Ah, er hat... Nee, haben wir nicht. Haben wir mit ihm nicht? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber... wir ertragen das alles noch. Yay! Okay, du musst nachladen. Aber dich könnten wir auch mal in eine bessere Position bringen zum Nachladen, oder? Vielleicht hierhin. Da müsste ja noch alles cool sein. Das ist ja noch eine super Deckung. Und dann haben wir sie halbwegs auf einem Haufen, ohne dass sie zu nahe sind. So, und dann möchte ich dich gerne hier hinsetzen. Dann haben wir jetzt mal auf der ganzen Breite, haben wir dann jetzt hier diesen Muton eingekesselt. Ha, wo machen wir mit dir hin? Vielleicht hier, dass man da mal ein bisschen Übersicht... Oder hier? Nee. Nee, nee, erstmal hier hin. Du darfst dann mal gucken, was jetzt hier so abgeht überall. Alles ruhig noch, okay. Und mit dir. Mit dir können wir dann auch mal da hoch. Oder ist das klug? Berechtigte Frage, sollte man sich immer wieder mal stellen. Ist das klug, was ich tue? Bin ich klug? Oder baue ich Scheiße? Kann nämlich schneller passieren, als man denkt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall dann erstmal unseren beiden angeschlagenen Leuten ein paar Medikits verpassen. Er darf jetzt ruhig mal rennen ein bisschen.